Godzilla ist wohl eines der bekanntesten und beliebtesten Filmmonster, das es gibt. Er ist so populär, dass es mittlerweile mehrere Hollywood-Adaptionen, zwei Cartoons und ein Anime von ihm gibt. Heute rede ich mal über den meiner Meinung nach wichtigsten Film dieser Reihe, nämlich dem Original-Godzilla von 1954. Vor der japanischen Küste werden Boote von einem gigantischen Monster angegriffen und versenkt. Die Einwohner der Insel Odo erkennen, dass es sich um den Godzilla handeln muss. Der Wissenschaftler Dr. Yamane vermutet, dass es sich um eine Art Dinosaurier handelt, die durch Atombomben aufgeschreckt wurde und nun sein Unwesen treibt. Als Godzilla Tokio angreift, ist das Militär nicht in der Lage, das Monster zu stoppen. Der Wissenschaftler Serizawa wird vor die Wahl gestellt, ob er seine gefährliche Waffe, den Oxygenzerstörer, gegen Godzilla einsetzt. Er entscheidet sich letztendlich dafür, doch opfert sich bei dem Einsatz seiner Waffe, damit er nicht die Verantwortung für sein Werk tragen muss. Über 60 Jahre hat dieser Film nun schon auf dem Buckel und man merkt es natürlich. 4:3 Format und Schwarz-Weiß-Bild erwarten uns hier. Doch trotz dessen hat der Film nichts von seiner Wucht verloren. Die deutsche Synchro ist ziemlich gut, natürlich ist auch diese gealtert, passt so aber nahtlos auf den Film. Es wurde sich viel Mühe gegeben, alles ernst rüberzubringen und fast in keiner Situation wird man durch die Synchro aus dem Geschehen geworfen. Manche Teile des Films sind allerdings nicht synchronisiert, sondern nur untertitelt. Das liegt daran, dass die deutsche Kinofassung damals gekürzt war. Für die DVD- und Blu-ray-Releases viele Jahre später wurden die fehlenden Szenen wieder reingeschnitten. Stört mich persönlich aber kaum. Der Soundtrack ist atemberaubend. Viele Lieder wurden ein fester Bestandteil der späteren Godzilla-Filme. Sie klingen bombastisch, düster, aber auch actiongeladen. Ein großer Teil des Soundtracks ist auch in Shin Godzilla wiederzufinden. Wer diesen gesehen hat, wird sich in Godzilla 1954 definitiv zu Hause fühlen. Die Story ist interessant und realistisch gehalten. Klar sind Science-Fiction-Elemente enthalten, wie der Oxygenzerstörer oder offensichtlicherweise Godzilla, doch mit diesen Elementen wird realistisch umgegangen. Die Regierung und die Bevölkerung handeln so, wie man das erwarten würde. Godzilla ist hier nicht etwa der cheesige Good Guy, der die Menschen vor anderen Kreaturen beschützt, sondern er ist die Definition eines Monsters. Ein riesiges, starkes, unbarmherziges und unaufhaltsames Wesen, welches Tod und Verderben über die Menschen Japans bringt. Meine Lieblingsstelle, die diese Verzweiflung der Menschen zeigt, ist diese hier. Der Film ist voller solcher Momente, in denen das Geschehen innehält, um die schrecklichen Ausmaße der Katastrophe zu zeigen. Das hier ist einer der wenigen Godzilla-Filme, in dem tatsächlich auch die Menschen interessant sind. Es macht einfach Spaß, das alte Japan und ein sehr altes Deutsch zu sehen. Wir haben tolle Charaktere wie Dr. Yamane oder allen voran Dr. Serizawa, eine mindestens genauso tragische Figur wie Godzilla selbst. Auf ihm basiert übrigens Dr. Serizawa aus dem 2014er Godzilla. Der Film ist voller Kritik an der Nutzung von Atomkraft in der Vergangenheit. Der Zweite Weltkrieg und die Atombombeneinsätze der USA waren zu dieser Zeit nämlich noch nicht lange her. Der Film kritisiert ganz klar dieses unverantwortliche Verhalten. So sagt Dr. Yamane am Ende des Films: Mit der Vernichtung des Godzilla ist die Gefahr für uns alle nicht aus der Welt geschafft. Wenn wir in maßloser Vermessenheit fortfahren, die Atomkraft zu missbrauchen, kann es sein, dass Schlimmeres geweckt wird. Kann es sein, dass größeres Unheil über uns hereinbricht als dieser Godzilla. Auf der technischen Seite beeindruckt dieser Film heute noch. So zieht er einen sofort in seinen Bann. Die vielen Practical Effects sehen fantastisch aus. Manche Shots sind natürlich bei dem heutigen Standard nicht mehr gut, doch viele Shots wie die vom brennenden Tokio sehen unglaublich gut aus. Das Vermischen von echten und Miniaturaufnahmen funktioniert super. Da fast nichts mit dem Computer realisiert wurde, fühlt sich alles einfach echt an. Die Szenen wirken vor allem dann, wenn man bedenkt, wie alt der Film ist. Am krassesten fand ich aber tatsächlich eine Szene, in der Godzilla nicht mal vorkommt. Diese Wasserbomben hier sehen so echt aus, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass in irgendeiner Form Tricktechnik verwendet wurde. Das Sounddesign ist ebenfalls fantastisch. Godzillas Gestampfe klingt angsteinflößend und erinnert mich zufällig an in der Ferne explodierenden Bomben. Godzillas Gebrüll ist bis heute das bekannte und geschätzte Gebrüll, welches Godzilla in allen Filmen der Reihe von sich lässt. Auch die Zerstörung von Tokio und die Angriffe des Militärs sind verdammt gut vertont.
Natürlich ist die Vertonung nicht fehlerfrei. Zum Beispiel sind in einer Szene, in der Panzer Godzilla beschießen, die Schüsse nicht im richtigen Moment zu hören. Heute natürlich in 5 Minuten korrigierbar, doch damals leider üblich, dass Tonschnitt nicht richtig funktioniert. Das Design von Godzilla ist die Grundlage für das ikonische Design aller Godzilla-Versionen, die wir kennen. Und auch wenn das Design hier noch einige Schwächen hat, wie die Frontalansicht des Monsters, so ist hier trotzdem ein angsteinflößendes und böse aussehendes Monster auf die Leinwand gebracht worden. Godzilla 1954 ist kein typischer Monster-Trash-Film. Es ist die Geschichte darüber, wie die Menschheit für ihren Missbrauch von Atomkraft durch Godzilla bestraft wird, wie die Regierung versucht, mit dieser noch nie dagewesenen Katastrophe fertig zu werden, und die Geschichte eines Mannes, der die schwere Entscheidung treffen muss, ob er seine gefährliche Waffe preisgibt, um Godzilla aufzuhalten, aber dadurch die Gefahr in Kauf nimmt, dass seine Waffe in falsche Hände gerät. Ein bis heute großartiger Film und ein Muss für alle, die ein Stück Kinogeschichte erleben wollen. Wer sich den Film zulegen möchte, den empfehle ich diese Blu-ray-Box hier. Die war, als ich sie gekauft habe, nur 20 Euro teurer, als der Film einzeln kosten würde. Es kann sein, dass sie im Laufe der Zeit teurer geworden ist, da sie limitiert ist. Ich werde sie trotzdem mal in der Beschreibung verlinken, nein, ich krieg dafür kein Geld. Und wer sich dafür interessiert, kann ja einfach mal draufklicken und sich das Ganze ansehen. Es gibt auch noch alternative Boxen, aber das ist die beste Box, die ich so bei Amazon finden konnte, wenn es um Godzilla geht. Das war's mit meiner Kritik zu Godzilla 1954. Anmerkungen und Fragen gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ciao!